So, heute zeige ich euch mal ein paar Tipps und Tricks, worauf man achten muss, wenn man eine Hand tätowiert. Ich werde ja oft immer genug gefragt, tätowiert ihr Hände, tätowiert ihr Finger? Ja, wir machen das auf jeden Fall, aber es gibt so ein paar Sachen, die es zu beachten gibt. Und vor allem heute special ich, freehande natürlich das Ganze, weil freehand ist the only hand. Und ich gebe da ein paar Tipps und Tricks, weil ich auch da immer gefragt werde, hey, warum benutzt du denn so viele verschiedene Farben dafür und was machst du da ganz genau? Ich zeige es dir jetzt in diesem Video, check das aus. Da ich jetzt gleich anfange, hier frei zu zeichnen, habe ich mir trotzdem mal so ganz kurz, grob so ein bisschen rumgekritzelt auf den Zettel, damit ich ungefähr weiß, was ich da drauf bringen will. Und bevor ich jetzt loslege, zeichne ich mir nämlich jetzt als erstes mal mit einem hellen Stift erstmal so ein Raster ein, damit ich ungefähr weiß, wo ich was quasi hinschreibe. Ja, also das ist immer das Erste und das mache ich mit einem hellen Stift als erstes. Das ist einfach nur, um grob abzumessen, ja, so eine Mitte von der Hand zu bekommen, dass die ganzen Proportionen, Größen und so weiter stimmen. Das mache ich jetzt alles erstmal mit dem hellsten Stift. Das habe ich jetzt natürlich erstmal ein bisschen trocken lassen und wie gesagt, ich wiederhole es nochmal, also ich habe mir mit Gelb erstmal so grob mein Raster angezeichnet und bin dann mit einem dunkleren Stift drüber, um mir die ganzen Details einzuzeichnen. Worauf es jetzt auf jeden Fall ankommt zu achten, wenn man auf eine Hand tätowiert, und zwar vom Tempo der Maschine auf jeden Fall definitiv das Tempo ein bisschen reduzieren, also wenn, weil die Hand auch nicht nachgibt, ja. Die Hand ist sehr, sehr hart, wenn du da jetzt normalerweise, keine Ahnung, mit 8, 9 Volt reinballern würdest, dann wäre das Risiko, dass du zu tief stichst oder die Farbe verläuft, auf jeden Fall sehr, sehr hoch. Deswegen ganz wichtig immer merken, umso härter eine Körperstelle ist, also wie es auch gerade bei der Hand, immer wichtig, das Tempo ein bisschen rausnehmen. Und was noch wichtig ist, ist bei der Hand, wenn ich über die Hand drüber schattiere, muss ich immer gucken, weil die Hand ja solche Sehnen und Adern noch hat. Also wenn ich was sehr, sehr Weiches schattieren will, muss ich wirklich sehr, sehr vorsichtig sein, dass ich nicht irgendwie seitlich über diese Sehnen drüber tätowiere, weil ich ansonsten da so Streifen reinbekomme. Was auch ganz wichtig ist, und zwar, ich mache das irgendwie nicht, dass ich seine Hand so komisch halte, weil ich früher irgendwie mal Fingernägel lackiert habe oder so, sondern gerade an den Fingern ist es sehr, sehr wichtig, oder generell, wie man die Hand einfach hält und so, weil du immer auch schauen musst, dass du trotzdem diese Finger, die Haut auf dem Finger gut spannst und dass du auch gut darum herum kommst. Also du musst auch wirklich da gut geübt sein,
und die Hand einfach ja, gut irgendwie bewegen können und so, weil sonst kommst du schwer an manche Stellen hin. Und vor allem, was ich auch öfter tue, wie man immer sagt, jetzt mach mal eine Faust bitte. Also ich muss auch immer gucken, weil an manchen Stellen spannt sich die Haut besser, wenn er quasi in der Faust ist. Und manchmal tätowiere ich dann eben auch in so einer Position. Ja, also das ist ganz wichtig, das kann ich auch schon vorneweg sagen, wenn man eine Hand tätowieren will, muss man wirklich sehr gut immer auch die Hand bewegen und da ein bisschen mitdenken, dass es auch einfacher dann wird. Okay. Ich lasse das gerade so bewusst ein bisschen nass, die Hand, weil das sich in diesen Poren von den Fingern immer die Farbe sehr sammelt. Deswegen, ich mache das gleich mal richtig sauber. Also was man sehen kann, das ist ganz normal, dass die Hand so ein bisschen angeschwollen ist. Das ist aber wirklich ganz normal, da braucht man sich keinen Kopf machen, auch die Finger und so, weil da halt einfach nichts drunter liegt, weil die Hand sehr hart ist, da ist kein Fleisch drunter, das ist nur direkt Knochen auf Haut, Haut auf Knochen. Und deswegen ist es ganz normal, auch wenn er so seine Hand jetzt gerade nicht so ein bisschen bewegen kann oder so, das ist nicht schlimm. Wie war es für dich? Gut, war angenehm. Ja? Alright, also ich mache das jetzt gleich nochmal sauber und dann gebe ich nochmal eine kurze Feedback-Runde dazu, worauf man achten sollte. So, also ich wiederhole nochmal von dem, was es heute drauf ankommt, also generell Freehand. Ja, wenn man was freehandet, immer erst ein schönes Raster anzeichnen, sich ungefähr quasi wie so ein Konzept erstellen, wie groß sind die Buchstaben oder die Zahlen, wie viel nimmt, Platz nimmt was ein. Im Generellen empfehle ich immer, wenn man das noch nicht so oft gemacht hat, also immer erstmal Handskizze auf ein Blatt Papier machen und auch generell, also wenn du sagst, ey, Freehand ist überhaupt nicht mein Ding, kann ich nicht, nimm dir lieber immer besser eine freshe Schrift aus dem Internet irgendwas und mach die clean gerade, als dass du jetzt unbedingt das Freihand draufzeichnen musst. Das ist ein Skill, das muss man sich antrainieren, ich habe das auch viele Jahre geübt. Und generell, wenn du auf eine Hand tätowierst oder auf Stellen, die sehr hart sind, Tempo der Maschine auf jeden Fall etwas runter und generell einfach viel vorsichtiger, weicher arbeiten, auch vor allem gerade beim Schattieren. Weil wenn ich jetzt hier einfach über diese Sehnen drüber schattiert hätte, dann hätte ich überall so richtig fette Streifen da drin gehabt. Ja? Also das sind so ein paar Sachen, wenn man einfach eine Hand tätowiert, immer auch ein bisschen natürlich auf den Kunden achten, die Hand gut bewegen und Tempo runter, das Ganze ein bisschen sanfter angehen lassen. Ich hoffe, dieses Video hat dir wie immer geholfen und gib uns auf jeden Fall einen Daumen hoch und schreib am besten mal hier in die Kommentare, was du in Zukunft noch so lernen willst oder was dich interessiert. Peace out, check die Tattoo Academy aus, Frankfurt, weißt Bescheid, 069.